hier sieht man schon, fängt alles wieder an. Alles für die Anzucht, ob es so Gewächshäuser für die Innenanzucht ist oder verschiedene Töpfe. Ja, jetzt einkaufen, damit es dann bald irgendwann losgeht. Wann fängt ihr immer so an mit eurer Anzucht? Ja, hier gibt es einmal alles von verschiedensten Platten bis hin zu Pikierstäbchen, kleinere, größere Töpfchen. Auch schon Anzuchterde wird angeboten, also Kokosfaser und Anzuchterde für die Jungpflanzen. Ja, wir kaufen immer sehr früh ein, aber die Anzucht beginnt frühestens Ende Dezember und im Januar. Aber was natürlich auch sehr schön ist, ist die Winterpause und die ganze Adventszeit vorher und dann Weihnachten selbst, Silvester, das sollte man auf jeden Fall genießen, die Auszeit und ein Päuschen machen. Der Garten kommt auch wieder früh genug. Ich wollte euch ein paar Einblicke zeigen, was es so an Deko gibt. Ja, und nehme einfach ein bisschen die Kamera mit und wünsche euch viel Spaß dabei. Thank you.
dann gehen wir mal schauen. Wann kauft ihr immer eure Weihnachtsbäume? Bei uns ist es ja meistens so ab dem zweiten Advent. Also sprich, so nächste, spätestens übernächste Woche wäre es dann soweit. Und dann hat man hier eine ganz schöne Auswahl. Die man sich auch anschauen kann. Wir haben immer so einen Baum zwischen 2 Meter und 3 Meter, so in dieser Größenklasse. Und wir mögen immer sehr füllige Bäume. Ich zeige euch einfach mal ein bisschen. Ich finde auch über Winter ist der Gartencenter immer sehr schön. Ach, sowas zum Beispiel ist auch ganz nett. Ah, sehr schick. Gibt doch ganz große Exemplare, 4-5 Meter. Ein Traum. Das ist auch ein ganz schöner, buschiger, aber leider zu klein. Aber schon sehr voll. Mögen wir den Baum. Ich kann euch ja mal einblenden, wie der letztes Jahr aussah. Naja, wir suchen noch ein bisschen, aber für uns ist es ein bisschen zu früh. So zwischen 7. und 12. Dezember holen wir meistens unseren Baum. Dann müssen wir uns noch eine gute Woche gedulden. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen ersten Advent. Es wird jetzt im Dezember ein bisschen ruhiger bei uns, aber ab Januar beginnt ja wieder die Anzucht von den Jungpflanzen. Dann kommt auch wieder viel, viel, viel mehr. Bleibt bitte alle gesund und bis bald. Ja.